war schon als Kind recht früh und begabt, so dass mir mein Vater recht früh hat gesagt, lernt Geigen und Krotz drauf herum, bis das geht. Werd ja nicht kein Arzt nimmt, geh sei doch nicht blöd. Es schenkt mir als erstes die Tante aus Wien verschnitten, zum Geburtstag a blecherne Winsel zum Reh. Die Lagenwechsel sie sind, und sie bleiben ein Hund. Da übt man sich blutig und reibt man sich wund. Für was hat der Herrgott die Geigen gemacht? Was ich dann am Ende ins Fäustchen gelacht. Es gibt da ganz sicher einen tieferen Sinn. Was weiß ich auf Sinn? Denn wo was ich nicht sehr gut verstehen die. Folge wäre sie lustiger gefunden. Ja, ja, eigentlich. Ja, viel besser. Ja, aber gleich auf. Oder spielen wir es nur fertig. Das stimmt. Ein bisschen fad jetzt. Okay. A Geigerl mit. Da muss ich mitsingen, Entschuldigung. A Geigerl mit Saiten, a Pogerl dazu. Das ist für mein Herz wie eine Amour. Zupfen und streichen, das kehrt heut dazu. Wir's Fischer zum Wasser, zum Bauern die Kuh. A Geigerl mit Saiten, a Bogerl dazu. Es braucht heut der Werner für die ewige Ruhe. Was in die Kunst kommt, wird's dann wird's ja dann eh klar. Ja, was? Strangers. Steht dort der Herrgott und spielt da was vor. Und sagt, spiel was vor. Ah ja, sagt, spiel was vor. Hallo. Zwischenspiel. Ein Schlaf, da hat's mir neulich ein Englein steckt, dass er mir schließlich und endlich die Bartschen verstreckt. Er ist ein Gön im Himmel viel leichter doch geht. Meine Seele sich aufs Geigenspiel versteht. Weil der alte Herr da drum schon ein wenig wunderlich ist, aber sobald er dich spielen hört, auf deine Sünden vergisst. Oui, oui, oui. Ja, Geigerl mit Saiten, unser Bogerl dazu, die sieht halt auch dem Herrgott seine kleine Amour. Du hast gespült und gesungen, drauf tut er schon schauen. Wow, das ist super geil, was du jetzt gemacht hast. Er liebt heute halt Musik wie unser Eins, die Frau Grenzi. Geigerl mit Saiten, a Bogerl dazu. Es braucht selbst der Herrgott für die ewige Ruhe. Jetzt den richtigen Schluss. Drum, liebe Leute, die Moral von der Geschichte. Könnt ihr gut geigen, so dann fürchtet euch nicht. Schlicht, es hat das nicht so ganz den Spirit von der Fäkalversion. Nein, absolut nicht den Spirit. Ich nehme doch die Fäkalversion für die Platten. Ja. Ja. Man muss es einmal anmachen.